Moin Jungs, was geht ab? Alles klar? So. Moin Moin YouTube! Was geht ab bei euch? Eugen hier am Start. Und ja, heute bei diesem wundervoll übertrieben geilen Wetter begrüße ich euch natürlich recht herzlich zu meinem neuen Mofo-Vlog. Und ja, heute wird richtig gut was los sein bei dem Wetter. Ich werde nachher noch mal ein bisschen in die Innenstadt fahren, obwohl es übertrieben heiß ist. Ne? Ich schwitze mir so den Sack ab. Das ist echt brutal, Mann. Das geht gar nicht. Aber ich treffe mich heute mit einem Abonnenten. Und zwar, oh, shit, jetzt habe ich den Namen wieder verplant. Ich glaube, Josh war es. Vom Namen her ist es Josh. Falls ich falsch liege, dann tut es mir wahnsinnig leid. Auf jeden Fall ist er hier drüben in dem Hostel mit seiner Klasse. Der ist irgendwie auf Klassenreise hier in Hamburg, kommt irgendwie aus dem Arsch der Welt und ist jetzt hier halt unterwegs. Hat mich gefragt, können wir uns mal treffen? Der hat schon ewig, vor Ewigkeiten schon angefragt und sowas, ne? Und ob wir uns mal treffen können. Und da habe ich gesagt, ja, wenn du irgendwo in Hamburg bist, können wir das vielleicht mal machen. Auf jeden Fall hat er mir jetzt geschrieben, er ist jetzt in Hamburg, er ist auf Klassenreise hier in Hamburg. Und ja, wird dann hier ein bisschen Zeit verbringen. Und dann habe ich ihm gedacht, ja gut, warum nicht, können wir uns ja mal treffen. So, an für sich keine schlechte Idee, ist ja total in Ordnung. So, ob ich das jetzt zur Regel werden lasse mit Treffen, weiß ich nicht, weil Blackout hat es ja mal gemacht, Zink hat es auch mal gemacht, es gibt genug andere Motorflagge, die das auch mal gemacht haben. Oh scheiße, ich bin spät dran, sehe ich gerade, ich bin zu spät. Die wurden zugebombt mit Anfragen und so, ne? Ja, und hier und da können wir nicht und hier und da. Und ich möchte ja nicht nur Videos aufnehmen, also das macht mir natürlich super viel Spaß, aber ich möchte ja auch mal für mich fahren, also sprich so Landstraße oder sowas, und wenn ich euch auf der Landstraße irgendwas erzähle, ja, das packt ja gar nicht. Also ja, ich weiß ja, was ihr sehen wollt, und von daher muss ich da irgendwie ein bisschen ja, anders regeln. Scheiße, ich muss eigentlich komplett in die andere Richtung, Leute. Und ich bin jetzt schon spät dran. Ich hasse das. Ich bin ein Mensch, der es hasst, zu spät zu kommen. Wenn ich sage, ich bin dann da, dann bin ich auch dann da. Und jetzt ist es schon 3 Minuten nach halb. Und wir wollten uns um 1:30 treffen. Deswegen muss ich mich so ein bisschen beeilen jetzt. Auf jeden Fall bin ich auf dem Weg, Josh. Ich hoffe, wie gesagt, der Name ist richtig. Wenn nicht, dann verzeih es mir bitte. Und er wollte auf dem Parkplatz warten mit... fuck! Hier ist ja die Ausfahrt. Er wollte auf dem Parkplatz warten mit ein paar Leuten und mir dann Hallo sagen. Und da bin ich ja mal gespannt. So, also nur noch hier rechts um die Kurve. Und dann soll da wohl das Hostel sein, wo die sind. Die haben sich ja echt einen geilen Tag ausgesucht oder eine geile Woche. Das ist ja echt super geiles Wetter. Und ich bin immer gespannt, wer dieser Josh ist, wer er ist, was er macht und so. Also klar, Schule macht da Fotos, habe ich auf seinem Profil gesehen. Ich weiß zumindest ein bisschen, wie er aussieht. Aber ansonsten wird das da jetzt nicht so voll sein. Da werden jetzt nicht so viele Leute sitzen oder stehen, was auch immer. Und dann quatschen wir gleich mal ein bisschen und gucken dann mal. So. Ich muss da irgendwie, Alter, muss ich hier rechts rüber und dann da rechts rein und sowas. Und das wird richtig kompliziert, Alter. Fuck, Mann, wie soll ich da hinkommen, Leute? Ohne Scheiß. Keine Ahnung, wo der Typ sitzt, Mann. Auf jeden Fall, sorry. Ich dachte, ich komme da rüber. Aber dann muss ich da unten irgendwie rum. Irgendwie. Da vorne rechts und wieder rechts und so. Fuck, Mann, ey. Shit.
shit, Leute, ey, shit. Ich dachte, ich kann da rechts so kamikaze-mäßig durch die Autos durch. Aber das war wohl nix, ey. Oh, fuck, ey. Schon 5,5, Mann. Ich hasse das, ich hasse es. Und du kannst wohl ein Auto polieren, ey. Mann. Gib Gas. Fahr doch, Alter. So, hier jetzt rechts. Und dann nach hier wieder rechts. Da müsste doch eigentlich da sein, Alter. Shit, Mann. Shit. Komm ich da hinten rum? Fuck, wo bin ich hier, Mann? Ohne Scheiß, Alter. Ey, ich bin extra rechtzeitig losgefahren, ne? Ohne Scheiß, ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich bin extra rechtzeitig losgefahren, damit ich wirklich pünktlich da bin. Und jetzt bin ich übel spät, Mann. So, wenn ich jetzt rechts rumfahre, dann müsste ich da doch eigentlich... Amsingstraße. Ja, Amsingstraße, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Oh, das gefällt mir. Oh, rechts rum. Oh, geil. Ja. Ich bin gleich da. Oh, ich bin gleich da. Hier, neuer Blitzer. Den haben sie auch vor ein paar Tagen haben sie den hingesetzt. Gestern oder vorgestern, ey. So eine Spacken, Mann, ey. Scheiß Stadt braucht Geld, ey. So, nu? Wo ist dieser Scheiß in Dreck, ey? Ist das hier? Nein, das ist Kaffee, Alter. Fuck, Mann, wo ist das, Alter? So. Gib Gas jetzt, Junge. Hey, ich habe euch gefunden. Wie nice, ey, endlich mal. Alter, ich schwöre es euch, ne? Da seid ihr ja. Moin Jungs, was geht ab? Alles klar? So. Ah, meine letzte Nachricht noch bekommen? Du bist das, ne? Du bist das. Ja, ihr habt alle so die gleiche Frisur. So. Ne? Hast du meine letzte Nachricht noch bekommen? Ja, ja. Ey, ich schwör's, ich fahr durch und hier rum und da rum und so, ich find das nicht. Ich schwör's, ich hab das alles mit aufgenommen, ich reg mich richtig darüber auf und sowas dann, ne? So, also, erstejenige, der mich angeschrieben hat, Josh ist richtig, ne? Bitte? Josh ist richtig, Johnny. Ne? Johnny, shit, Johnny. Ich hab die ganze Zeit überlegt, John, Johnny, Josh und sowas, hab dreimal bei Facebook geguckt, nicht gefunden, ey. Du bist? Rolf. Ich bin Colin. Und Markus, siehst du, alle vier hier, ey, sind hier auf Klassenreise aus Polen. Oh, scheißegal, wir kommen überall her, egal. Kein festen Wohnsitz und so, ne? Egal. Oh. Alter, übertrieben warm. Ja. So, Leute, ich bin jetzt auch da. Sieht wahrscheinlich richtig schlimm aus, ey. Und ja, ich werde jetzt mit den Jungs ein bisschen schnacken, ey. Und dann, die Dame guckt auch zu. Hi. Die ist auch sehr glücklich. Und wir sprechen uns dann später. So, hier nochmal vor dieser Eiskalt. Guck mal, da oben sind die Mädels. Die wollten eigentlich runterkommen. Die geilen Säue. Wie heißen die? Amy und Toni. Amy und Toni. Die wollten eigentlich runterkommen, aber haben sich nicht getraut. Ich habe gesagt, die sollen oben ohne runterkommen, wollten sie aber auch nicht. Naja, was soll's. Ja, komm, los, auf! Gut, ich mache mich jetzt wieder auf den Weg, weil mir wird so langsam echt heiß, ne? Ich muss noch mal eben den Helm hier dazu kriegen.
Und ich wünsche euch auf jeden Fall nochmal auf ganz viel Spaß hier in Hamburg. Und macht euch auf jeden Fall nochmal ein schönes Wochenende. Samstagabend fahrt ihr los? Freitag. Ah, gut, dann wie viel Uhr? 11:58 Uhr. Ah, schade. Ich dachte, ihr könnt Wochenende dann nochmal auf den Kiez verbringen oder sowas dann. Na? Alles klar. Hau rein, Jungs. Viel Spaß, ne? Bis dann. Und fahrt vorsichtig, wenn ihr den Führerschein macht. Ne? Tja. Keine Frauen. Er hat mir dicktätige Frauen versprochen. Alles gut. Ach, da komme ich gleich runter, ne? Nee. Gut. So, Jungs. Reingehauen. Bis dann. Ciao. So, Einbahnstraßennummer mitgenommen, scheißegal. Und ja, auf jeden Fall war das ein kleines Treffen mit den Jungs. War eigentlich ganz chillig soweit. Die sind ja echt nett. Mädels haben mir so ein bisschen gefehlt, aber ist ja nicht schlimm. Die werden jetzt noch bis Freitag hier in Hamburg sein. Ich werde jetzt gleich noch mal ein bisschen Landstraße fahren und sowas, mich ein bisschen abkühlen, weil es ist brutal heiß, Leute. Wir haben eben in der Sonne gestanden, ihr habt es gesehen, ich habe ein bisschen gefilmt und so. Und Alter, ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen Fahrtwind schnappen. Wir haben uns auch ein bisschen unterhalten, so über Motorradfahren und sowas dann. Scheiße! Fuck, wo ich gerade sagen wollte, so ja, wir haben ein Foto gemacht. Ich wollte doch ein Foto machen für Instagram mit euch. Ah, fuck, Mann. Scheiße, vergessen. Ja, jetzt habe ich die ganze Zeit erzählt und erzählt und erzählt. Und jetzt habe ich total verplant, ein Foto für Instagram und Facebook zu machen. Scheiße, ey. Sorry, Jungs, ey. Tut mir echt leid, Mann. Ohne Scheiß. Das ist echt blöd gelaufen. Wäre natürlich echt cool gewesen. Aber, ja, blöd. Naja, vielleicht kommst du irgendwo. Da kommt ihr irgendwann nochmal nach Hamburg. Ihr seid jetzt gerade dabei, einen Führerschein zu machen. 125er. Und, dann machen wir auf jeden Fall ein Foto, holen wir auf jeden Fall nach. Oder ich werde nachher einen Screenshot aus der Kamera machen und werde dann da irgendwie was hochladen oder sowas. Gut, so, ich werde das mal tanken, werde dann mich danach gleich nochmal melden. Also bis gleich, Jungs. So, jetzt bin ich wieder ein bisschen gestärkt. Ich habe eben ein bisschen was getrunken, ey. Oh, sorry, der musste sein. Haben wir ein bisschen was getrunken, vollgetankt. Und ja, jetzt werde ich ein bisschen Landstraße fahren. Ein bisschen chillen, ein bisschen für mich machen. Auf jeden Fall, das Treffen hat mir sehr gefallen. War ganz cool. Lieben Gruß nochmal an euch, Jungs. Und war auf jeden Fall cool. Eure Mädels sind zwar ein bisschen schüchtern, aber naja, gut. Ich meine, die wären eher ein wenig zu jung gewesen für mich. Und daher alles gut. Ne? Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Zeit hier in Hamburg. Könnt das ein bisschen genießen, das Wetter genießen. Heute Abend ist ja ein Musical angesagt, habt ihr gesagt. Und auf jeden Fall ein bisschen rumcruisen hier, ein bisschen Stadt angucken. Hamburg Dungeon, habt ihr erzählt, wart ihr gewesen. Ist richtig geil, hätte ich euch sonst auf jeden Fall empfohlen. Also Hamburg Dungeon ist das Beste, ey, auf jeden Fall. Ja, also Jungs, das war's mit meinem kleinen Treffen-Video. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie ich von dem Treffen. Also ich hätte, war ja ehrlich gesagt, muss ich sagen, war ich ein bisschen aufgeregt. So, was sagt man, wie reagiert man und so weiter. Und, aber es war echt locker, war echt ganz cool. Ein paar Fotos gemacht und so, war ganz geil. Und ja. Zur Regel will ich das, ehrlich gesagt, habe ich euch vorhin das schon erzählt, will ich das nicht werden lassen, weil sonst bin ich irgendwann mit den Abonnenten, wenn die Abonnenten noch weiter steigen, bin ich irgendwann nur noch mit Abo-Treffen beschäftigt. Ich werde irgendwann sicherlich mal das eine oder andere Abo-Treffen machen, wo man dann kommen kann, wo man mich dann sehen kann.
wo man ein bisschen Zeit mit mir verbringen kann, ist ganz cool. Aber sich mit jedem Einzelnen zu treffen, das denke ich mal, ist einfach nicht machbar. Ja. Gut, also Leute, ich sag mal, wenn ihr die Neuigkeiten von mir wissen wollt, dann klickt einfach in dem YouTube-Banner auf den Instagram bzw. auf den Facebook-Link, dann landet ihr auf der dementsprechenden Seite. Wenn ihr mit dem Handy guckt, dann guckt doch einfach in dem Info-Button, da stehen die dementsprechenden Links da. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst einen Kommentar, würde mich natürlich richtig freuen. Jetzt geht's los, jetzt kann ich kein Peace-Zeichen machen. Also Moment. Dann sage ich erstmal, ich muss hier rüber, dann sage ich erstmal, ciao Leute, Peace, ich bin raus und reingehauen.